Also eben aus dieser flüssigen Wasserkonsistenz. Es gibt ganz viele unterschiedliche Algen und jede Spezies hat eine eigene Farbigkeit. Also es gibt rote, blaue, gelbe Algen und auch noch viele, viele mehr, mit denen man experimentieren könnte. Und genau da wollten wir eben ansetzen und damit eben Mode bedrucken. Und jetzt langsam kriegen wir immer mehr Anfragen von Modeunternehmen oder kleinen Produzenten, die eben auch wirklich nachhaltige Produkte entwickeln wollen und da eben auch so weit gehen, dass sie wirklich über die Farben nachdenken. Nicht nur über das Design, nicht nur darüber, welches Plastik kommt zum Einsatz, ist das recycelbar oder nicht. Das ist so ein bisschen diese Beschichtung, wir haben da verschiedene Zusammensetzungen, damit es halt